Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise in die Welt des medizinischen Cannabis. Wir starten in Österreich, wo die Regeln streng sind und die Blüten ein Tabu. Oh, fuck me. In Deutschland gibt es Cannabisblüten auf Rezept. Wir begleiten Mario, der sich auf den Weg macht, sein erstes Cannabis-Rezept zu holen. Wieder nur 3 Stück, was ich mir jetzt schon reingepfiffen habe davon. Schmerzen wäre nicht besser. Ah, Hauptsache mein Magen wird schlechter. Scheiße, jetzt muss ich schon wieder zum Arzt, ey. Da echt, muss man wieder anfangen lassen. Keine Frage, natürlich sind Medikamente in vielen Fällen notwendig und auch gut, dass man sie hat, wenn man nichts anderes hat. Das Schlimme ist, bei mir, ich bin Schmerzpatient und die haben mehr Nebenwirkungen, finde ich, für mich als Wirkung. Also nicht, dass sie nicht helfen bei meinen Schmerzen. Ich komme schon von einem Schmerzpegel von 10 auf 6 runter wegen meiner oder auf 7. Aber ich brauche erstmal 2 Stunden, teilweise bis diese Medikamente überhaupt zu 100% bei mir wirken. Dann kommen, dass ich mich erstmal nicht gut fühle, wieder eine Stunde, weil sie auf den Magen schlagen, weil ich mich danach nicht gut fühle, weil es mir schlecht geht danach. Das heißt, ich bin nicht in der Lage, meine Arbeit dann auszuführen oder irgendwas zu machen. Dann geht es mir mal 2-3 Stunden gut mit einigen Medikamenten und dann geht die Chose eigentlich schon wieder los. Dann ist die Wirkung schon wieder nach und ich müsste eigentlich schon wieder mit harten Tabletten teilweise, ihr seht selber, mit Morphin so Sachen wieder bearbeiten. Ich brauche euch nicht sagen, wie das auf den Körper geht. Und das ist für mich das Schlimme an der Medikamenteneinnahme. Roundabout wurde es auch nicht alles miteinander getestet. Ich glaube nicht, dass hier jeder Patient schon alles miteinander getestet wurde. Ja, es gibt vielleicht Studien von einzelnen Medikamenten, aber mit Sicherheit nicht von allen zusammen. Das macht mich immer nachdenklich und ich merke, wie ich mich, gerade wenn ich es längere Zeit nehme, damit fühle. Ich muss mit sich nahe suchen, Alter. Es geht nicht so weiter. Hey, komm. Hallo, lieber Dr. Kurt Blass. Ich hoffe, du hast kurz Zeit für mich. Ja, hallo, Mario. Hallo. Wie geht's dir? Ich habe gehört, deine Schmerzen nehmen wieder zu. Ach, leider nicht gut. Also, Schmerzen werden immer heftiger, Schmerztabletten bringen nichts, beziehungsweise teilweise bringen sie schon was, aber mir geht so scheiße davon. Ja? Ich habe Durchfall, ich weiß nicht, ob ich ein Mensch oder ein Tier bin, also ich fühle mich wie ein Roboter gesteuert. Ich habe also fast mehr Probleme mit den Tabletten, als es mir die Schmerzen nimmt. Ja, gibt es noch irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht, was ich tun soll, ja. Aha. Und du möchtest etwas anderes verschrieben haben. Ja, genau. Ja, was kann ich tun? Gibt's Cannabismedizin in Österreich? Soweit ich weiß, nicht. Ja, hier in Österreich kann ich dir leider nur ein paar neue Präparate anbieten, wie zum Beispiel das Canemes. Das ist eher ein synthetisches Cannabinoid, wird in der Schmerzmedizin verwendet. Das sind Kapseln. Und dann gibt es noch was Neues. Ein orales Spray, das kommt unwiss aus Deutschland. Das heißt Canaxan. Das ist etwas Neues. Ein Spray, ein oraler Spray, ein wasserlöslicher Spray auf Nanotechnologiebasis. Das könnten wir mal ausprobieren. Und wenn das auch nicht hilft, dann kann ich dir nur empfehlen, Hanfblüten, also medizinale Hanfblüten, verschreiben zu lassen. Aber das gibt es bei uns in Österreich noch nicht. Okay, ja, ist ja schon mal gut zu wissen. Ja, vielleicht ist etwas für dich dabei. Ja, ich will lieber Blüten haben, aber erstmal vielen Dank für die Information und ich melde mich dann bei dir, ja? Danke. Also, grüße dich und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald. Nun geht es für Mario zu einem Arzt in Deutschland, um ein Cannabis-Rezept zu erhalten.
Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Herr Dahne, nehme ich an. Ja. Hallo. Hallo. Nehmen Sie bitte Platz, der Doktor braucht noch einen Moment. Mhm. Ansonsten, wenn Sie was trinken möchten, nehmen Sie was raus und genau, in den nächsten 5 bis 10 Minuten. Danke. Ja, bitte. Hallo. Hallo, grüße Sie. Wiedertorf. Schön, dass Sie Zeit für mich haben. Gerne, kommen Sie rein. Ich habe meine Unterlagen vergessen. So, danke schön. Perfekt, gerne. Nehmen Sie Platz. Ja, erstmal danke, dass ich bei Ihnen sein darf und dass ich einen Termin bekommen habe, so schnell. Ist ja nicht gerne. Üblich, dass man ja auch so schnell einen Termin bekommt. Ich darf Akif sagen? Ja, gerne. Was brauchen Sie zunächst alles von mir, damit wir überhaupt eine Therapie starten können? Also Sie haben Interesse am Cannabis-Therapie, gell? Genau. Habe ich richtig verstanden? Also ich bin Schmerzpatient und... Sie sind Schmerzpatient, genau. Also bei Schmerzpatienten, also im Prinzip, wenn ein Patient kommt zu mir, so wie Sie, das gezielt Interesse am Cannabis-Therapie hat. Also Cannabis ist ein Betäubungsmittel, gell? BTM. Und es ist so, dass ich brauche auf jeden Fall Diagnosen vom Patient. Mhm. Diagnosen schwarz auf weiß, was für Grunderkrankung hat Patient. Und bei jeder Erkrankung in Deutschland gibt es so empfohlene Leitlinien. Gell? Und man guckt dann im Prinzip, ob schon leitliniengerecht Therapie jemand gestartet hat. Wenn ja, welche Medikamente schon ausprobiert wurden. Weil in Deutschland ist immer noch nicht so, dass man darf direkt mit BTM-Mitteln dann starten. Also muss man dann, Arzt ist quasi verpflichtet, die Therapie zu begründen. Und genau, wenn Patient hat aber schon verschiedene Medikamente ausprobiert, auch schwache Opiaten, zum Beispiel, wenn wir über Schmerzen sprechen, also gibt es Ritalopiaten, die gehören noch nicht zu BTM-Mitteln, aber quasi letzter starker Schmerzmittel, die man verwenden kann, bevor man Therapie mit Betäubungsmitteln startet. Und wenn man mit Cannabis-Therapie startet, Cannabis ist immer noch BTM-Mittel, gibt es nächste Regelung, dass man soll Ritalin-BTM-Mittel nehmen zuerst und dann erst mit schnellwirkender BTM-Mittel ergänzen. Direkt mit schnellwirkender BTM-Mittel darf man nur bei onkologischen Patienten verwenden. Okay. Ist es also, würden Sie das jetzt als eher kompliziert für mich empfinden, bis man praktisch zu seinem Cannabis-Rezept kommt? Oder muss man da mehrere Tage, mehrere Wochen für in Anspruch nehmen? Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Sehr unterschiedlich. Es ist abhängig davon, was schon bei Ihnen gemacht wurde und was Sie ausprobiert haben. Mhm. Also wenn Sie dann, wenn wir Schmerzen nehmen als Grunderkrankung, gibt es bei Schmerztherapie zwar WHO-Empfehlung, also die wurde entwickelt damals, dass man quasi bei onkologischen Patienten verschiedene Schmerzmittel verwenden kann, also so grobe Schema sozusagen. Aber heutzutage wird auch bei, ja, am meisten quasi bei Schmerzpatienten auch nach diesem Schema gearbeitet. Das bedeutet, ganz oben stehen Schmerzmittel, die gehören nicht zu Opiaten. Dann als nächstes kommen schwache Ritalopiaten wie Tilidin oder Tramadol. Und danach starten erst dann Betäubungsmittel. Okay. Und bei Schmerzpatienten, also wie gesagt, abhängig davon, was für Schmerz ist das, also zuerst mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn Schmerz ist führender Symptom, dann wird dann eher so Ritalin oder Hydromorphon oder Oxycodon, das ist dann quasi die erste schmerzlindernde Medikamente. Gibt es noch Tapentadol. Tapentadol ist auch BTM-Mittel, okay. Obwohl Medikament an sich schwächer als Morphin. Aber damals irgendwie Pharmakologen haben das trotzdem in BTM-Schiene reingenommen. Okay, ich nehme Ihre Unterlagen. Mhm. Ich würde die anschauen und dann in unser System einpflegen. Okay. So, wann sind Sie geboren? Am 1967. Ja, okay. Was muss eigentlich ein Arzt von mir wissen? Du hast ja gerade schon eigentlich ein bisschen was dazu gesagt, damit er mir überhaupt Cannabis verschreiben kann. Ganz wichtig, also welche Diagnosen oder Verdachtsdiagnosen gibt. Es ist wichtig, dass ein Arzt das auf die Papier gebracht hat. Und abhängig davon, was für Grunderkrankung du hast, also quasi entsprechender Facharzt auch um diese Diagnosen kümmert. Als Beispiel, wenn jemand kommt mit chronischen Kopfschmerzen zu mir, also hat schon Sinn, dass das ein Neurologe, ein Facharzt, der sich auf Gehirnerkrankungen spezialisiert hat, dass er diese Patienten mit
behandelt. Wenn es keine Diagnosen gibt, der Neurologe wird ihn dann klinisch untersuchen und dann gegebenenfalls dann bildgebende Diagnostik oder verschiedene andere Geräte kann dann verwenden, um diese Diagnose auf Papier zu bringen. Also ansonsten müsstest du ihn praktisch erst wieder zu Fachärzten schicken, um Befunde auch zu haben. Ne? Richtig. Wenn jemand neu kommt zu mir und bis jetzt war noch nie bei Neurologe, kommt aber mit Kopfschmerzen, abhängig davon, wie er diese Schmerzen beschreibt, ich kann das schon als Verdacht Migräne oder Cluster-Kopfschmerzen oder chronische Kopfschmerzen, unklare Genese, ich kann das so bei mir dokumentieren und Therapie schon starten, leitliniengerecht. Patient wird aber darum kümmern, dass er dann Diagnose von Neurologen noch bringt, weil es so ist, im Leitlinien ist auch drin, auch Bild vom Kopf, gell? Das ist auch bei chronischen Kopfschmerzen. Mindestens ein Bild vom Kopf muss man machen, um sogenannte rote Flaggen, böse Sachen auszuschließen. Eine andere komische Frage, was sollte man möglichst verschweigen? Also, oder überhaupt nicht erwähnen? Oder sollte man immer ehrlich zu seinem Arzt sein und alles erwähnen? Also man soll immer ehrlich zu sein, auch wenn jemand schon mal mit Cannabis Erfahrung hat. Ne? Also zwar kann man medizinisches Cannabis mit Straßencannabis nicht vergleichen, aber Patient auf jeden Fall soll ehrlich erzählen, seine Anliegen, was für Probleme er hat und was hat er bis jetzt ausprobiert oder aktuell vielleicht konsumiert. Ja, und also schweigen wird eher nicht helfen, das ist eher kontraproduktiv. Gibt es in Deutschland sogenannte Leitlinien für Cannabistherapie? Ja, das wurde verarbeitet und nochmal von Deutscher Gesellschaft für Schmerztherapie, nochmal im, ich glaube, das ist zweite schon Version davon, wurde das präsentiert. Und auch in diese Leitlinien drin steht, wenn jemand früher, sage ich mal, Cannabismissbrauch hatte, das ist keine direkte Kontraindikation für Cannabistherapie. Beziehungsweise kann man ja auch sagen, dass der Arzt ja eigentlich eine Art Schweigepflicht hat, im Grunde genommen eh nichts nach außen bringt. Absolut, genau, Schweigepflicht. Und im schlimmsten Fall, wenn jemand diese Schweigepflicht gebrochen, kann bis 5 Jahren im Gefängnis gehen. Das ist nicht wenig. Das ist nicht. Woher weiß ich eigentlich als Patient, wenn ich damit jetzt nie früher was zu tun hatte, ob mir Cannabis hilft? Weiß man nicht von Anfang an. Wie gesagt, deswegen ist es wichtig, dass man mit Arzt das bespricht. Grundsätzlich, also von Cannabinoiden können Patienten mit Autoimmunerkrankungen profitieren, mit Schmerz oder mit Schlaf. Aber ich denke, bei jeder Erkrankung kann man das zusätzlich gegebenenfalls verwenden. Mhm. Und es ist wichtig, das anzusprechen mit dem Arzt. Weil Cannabinoide, unser Körper macht für uns Cannabis und das reguliert grundsätzlich unsere Schmerz- oder Stress- oder Schmerzwahrnehmung, unseren Schlaf und reguliert auch unser Immunsystem. Entweder senkt Immunsystem, was THC zum Beispiel macht, deswegen auch wichtig bei Patienten, die irgendwelche immunsenkende Medikamente nehmen. Das muss man vorher wissen bei Anwendung von THC, weil THC senkt unser Immunsystem minimal und CBD zum Beispiel moduliert oder verändert diese Antwort. Okay. Genau. Das ist auch interessant. Mhm. Kann man eigentlich sagen, dass Cannabis auch wie andere Medikamente so eine Eingewöhnungszeit braucht? Also ja, auf jeden Fall. Ist es nur beim ersten Mal oder ist es auch, wenn man sagt, von Freizeit zu medizinischem Konsument verändert sich da auch was? Beides, also weil zuerst diejenigen, die irgendwelche Schwarz-Cannabis konsumieren, sie wissen nicht, was ist da drin, woher das kommt, wo ist das gewachsen, ob gegebenenfalls irgendwelche andere Substanzen wurden drauf besprüht. Und weil man nicht weiß, was da drin ist, kann man das auch nicht steuern. Das ist wie Autofahren mit geschlossenen Augen. So. Und bei medizinischer Cannabis, jeder weiß, was kommt und was ist da drin. Und man kann grob auch, wenn ein Patient zum Beispiel klassisch reagiert auf Sativa-Sorten aktivierend und auf Indica-Sorten eher so schlaffördernd. Dieser Wort Indica-Sativa beschreibt nur, wie Pflanze aussieht eigentlich. Wir haben zum Beispiel beobachten bei unseren Patienten, gibt es tatsächlich Sorten, schlaffördernde Sorten, wo, sage ich mal, 95 Patienten von 100 schlafen davon. Genau, weil ihr auch die Erfahrung dann haben. Richtig, genau. Und dann konnte man bei Patienten, die Schlafprobleme haben, also wir können dann aus dieser Liste dann verschiedene schlaffördernde Sorten dann ausprobieren. Aber Pflanze wirkt sehr individuell, weil
jeder Mensch hat eigene Endokannabinoid-System mit Endokannabinoid-Rezeptoren. Pflanze hat eigene Cannabinoide, Terpene, Flavinoide. Und wie das miteinander interagiert, man kann nur vermuten. Ja? Aber man kann nicht sicher sagen, also wie du jetzt reagierst auf eine Sorte. Und ja, das ist einfach sehr individuell. Ja. Genau, und deswegen wichtig, das zu beobachten. Der Patient gibt monatlich Rückmeldung zu uns, welche Sorte wie das bei ihm gewirkt hat. Und wir probieren deswegen verschiedene Sorten, um die Sorten rauszufinden, die am besten dann bei ihm wirken. Okay. Und in welcher Form, das ist die nächste Frage, ja? Weil das jetzt... Wie gesagt, Retardformen wie Tropfen, Kapseln, gibt es aber schnell wirkende auch Formen. Aber grundsätzlich, wir arbeiten eher so mit Vollspektrum, Extrakte oder komplette Pflanze. Dann. Ja. Jetzt ist ja so, wenn ich zum Beispiel Morphintabletten oder andere Sachen nehme, die gehen ja auf den Magen und da ist ja irgendwann auch so eine Art Höchstdosis erreicht, wo der Arzt jetzt sagt, du stopp, jetzt geht das schon in Richtung nicht mehr gut. Gibt es das bei Cannabis auch, wo man sagt, jetzt hast du deine höchste Dosis erreicht oder so? Ja, also gibt es keine höchste Dosis mehr. Also das gab es tatsächlich sowas. Das wurde aber abgeschafft, in Deutschland mindestens. Es ist aber, muss man, also Arzt soll so gewisser, ja, gesunder Verstand, sage ich mal, haben, um gewisse Mengen von... Es geht um die Menge, nicht um die Prozentzahl, oder? Wir sprechen über die Menge und diese THC-Menge in Pflanze da drin, also es ist nicht aussagekräftig. Also man kann nicht sagen, wie diese Pflanze bei jemand wirkt und über Sortestärke kann man auch nicht mit THC-Menge irgendwie begründen. Weil alle meine Patienten oder viele von meinen Patienten haben diese Erfahrung gemacht, wo sie dann THC quasi dann in Pflanze dann haben wir dann erhöht, aber dann haben sie festgestellt, es gibt Sorten mit weniger THC, die noch effektiver, genau, bei deren Beschwerden. Wahrscheinlich auch durch Terpenprofil und so weiter. Genau, also durch diese verschiedensten Substanzen, die da drin, also verschiedene Terpene, verschiedene Cannabinoide, Flavinoide. Mhm. Aber wenn jemand zum Beispiel 100 Gramm pro Monat hat, kann man so grob ausrechnen, wie viel er dann pro Tag braucht. 3 Gramm, oder? 3 Gramm, genau. 3,3. Genau. Und dann kann man dann, ja, kann man dann vergleichen im Prinzip mit dieser Verschreibungs-, ja, wie Arzt dann ihm verschrieben hat. Wie viel hat er ihm verschrieben? Zum Beispiel dann 0,2 Gramm oder 0,4, zweimal, dreimal pro Tag. Aber dann irgendwann ist es schwierig auch zu begründen, also in welche Menge nimmt dann überhaupt Patient seine Medikamente. Und da ist dann schon schwierig. Ab 100 Gramm, wenn Patient immer noch mehr braucht, dann vielleicht nur Blütenform ist nicht ausreichend. Vielleicht braucht er Basis als Tropfen oder Kapseln und dann inhaliert er auf dieser Basis drauf. Oder manche Anbieter haben sogenannte inhalative Konzentraten, ja? Zum Beispiel so wie Epen aussieht. Und Extrakte, ne? Extrakte, genau, für Epen. Und da zieht man so bei einem Zug so 5 bis 8 Milligramm THC, dann vielleicht wird Patient mehr profitieren von dieser Extrakte als von Blüten, ja, weil er so viel braucht. Ja. Jetzt ist ja so, es wird ja keiner mit 100 Gramm, also ich würde jetzt nicht hier hinkommen und sagen, so, ich brauche jetzt mal 100 Gramm, sondern wie entscheidest du das oder wie fängt man eigentlich an? Sagt man mit 0,3 an oder wie? Genau. Das ist im Prinzip, das ist, was im Vaporizer reinpasst. Gell? Abhängig vom Vaporizer gibt es Vaporizer wie der hier, also da rein fast 0,3, 0,4 kann auch reinquetschen. Genau, aber gibt es so kleinere, wo da ungefähr so 0,2 reinpasst. Gell? Also das ist dann, wie ich starte, also sie bekommen dann im Prinzip von mir dann 3 Sorten in kleiner Menge, um zu gucken, wie sie dann reagieren. Mhm. Dann eine klassische Sativa, eine klassische Indica. Also auch so ein bisschen Eigenstudium praktisch betreiben, oder? Weil ich nicht weiß, also wie Mensch reagiert, gell? Dass ich dann Pflanzen auch richtig positioniere, weil ich möchte nicht im Verschreiben irgendwas abends, was ihm nochmal aufpusht, sondern andersrum, ich suche eine Sorte, die ihm dann für die Nacht dann müde macht. Und andersrum, ich brauche eine Pflanze für den Tag, wo ich seine Symptome zwar lindere, aber nie so stark THC-lastig, sodass er seine tägliche Abläufe normal dann erledigt oder auf der Arbeit geht. Ich kann sagen, viele wollen ja noch arbeiten. Richtig, genau. Und dann, Patient gibt mir Rückmeldung, wie diese Sorten gewirkt haben und wie viel ist tatsächlich verbrauchbar. Dann kann ich dann für nächstes Monat dann Dosis dann anpassen. Und wieder, also wenn er dann wieder ein bisschen mehr braucht, dann würde ich im nächsten Rezept nochmal Dosis anpassen. Aber
Es ist nicht so, dass das Patient kommt neu zu mir und dann ich würde ihm dann 100 Gramm verschreiben. So ist es nicht. Ich bin in der Pflicht, nochmal zu erklären, warum ich Dosis erhöht habe. Mhm. Ich muss dann bei mir im System dokumentieren, dass Wirkung ist nicht ausreichend oder Patient sagt, dass es schmerzlindernder Effekt nicht ausreichend, sodass wir dann zuerst dann nicht nur andere Sorten nehmen, da auch Menge würde ich dann auch anpassen. Bei okay. Das ist auch, aber das ist sehr individuell. Gibt es aktuell keine, sage ich mal, festes Schema, wie man das ja umsetzt. Okay. Nochmal ein anderes Beispiel. Ich nehme jetzt zum Beispiel starke Schmerztabletten und ich merke, das tut meinem Magen nicht gut. Ich habe Durchfall, ich habe andere Probleme. Und dann sagt mir ein Arzt, Sie sollten das mal wieder absetzen. Sie sollten Magenschoner-Tabletten benutzen und so weiter. Mhm. Ist es bei Cannabis eigentlich auch so, dass man sagt, das wäre ratsam, wenn man einmal im Jahr eine Pause macht? Oder wie sollte man damit umgehen? Also es ist so, dass einmal pro halbes Jahr, ich mache Verlaufskontrolle bei meinen Patienten. Mhm. Also nach einem halben Jahr treffen wir uns hier und besprechen, wie diese letzten 6 Monate waren. Ob Patient überhaupt von dieser Therapie profitiert oder nicht. Und da überprüfe ich auch Indikation, ob diese Indikation noch existiert, dass man ihm dann weiter Betäubungsmittel verschreibt. Was du nennst, also was du erzählt hast, dass das mit Nebenwirkungen, es ist so, wenn jemand mit einem Medikament, auch mit Cannabis, irgendwelche Nebenwirkungen hat, zum Beispiel ich habe Patienten, die Kopfschmerzen haben, so Migräne-Kopfschmerzen und eine bestimmte Sorte. Sollte man auf jeden Fall durch Pause machen. Genau. Also dass das irgendwelche Terpenprofil nicht passt und allein vom Geruch kriegt er Kopfschmerzen. Dann passt diese Sorte nicht. Gell? Dann hat er Nebenwirkungen davon. Oder Patient mit Morbus Crohn bekommt einen Tropfen verschrieben und davon bekommt er Durchfall. Dann muss ich direkt absetzen. Dann ist es dann Nebenwirkung vom Medikament. Also wenn jemand gut eingestellt ist mit irgendwelchen Medikamenten, egal ob das Cannabis oder Opiate, also wenn jemand gut eingestellt ist, dann er bleibt zuerst bei dieser Einstellung. Never change running system. Und dann, also nach den 3 Monaten, kann man nochmal drauf schauen, ob man Dosis bei gewissen Sachen dann anpasst. Weil zum Beispiel Cannabis und Opiaten, gell? Also Cannabis reduziert Bedarf am Opiaten. Ja. Also man kann bei Patienten, die schon feste Opiaten haben und dann Cannabinoide reingenommen haben, gibt es auch Studien, die das nochmal beweisen, man konnte Dosis von Opiaten ein bisschen runterschrauben. Absolut. Oder also ein Patient nimmt jetzt längere Zeit eine Sorte passt super. Und dann nach den 3 Monaten, seine Rezeptoren so besättigt mit diesen Cannabinoiden, dann Sorte wirkt nicht mehr so wie am Anfang. Dann muss man wieder absetzen oder durch andere alternative Sorte wenn ersetzen. Wenn man es kann, wenn das Krankheitsbild das wenn Sorte kann, werden. genau. Mhm. Vielleicht wird man nochmal wieder suchen, bis man dann passende Sorte gefunden hat. Mhm. Aber dann seine Rezeptoren erholt haben und dann kann man nach einem Monat oder 2 nochmal diese Sorte nochmal reinnehmen. Aber das ist Vorteil bei medizinischer, dass man immer wieder diese Effekt, sage ich mal, wiederholen kann. Kann man eigentlich sich mit Cannabis überdosieren? Gibt es sowas? Also mir ist nur bekannt, dass irgendwo in Amerika, sie haben mit V-Gabe von THC Metaboliten experimentiert hat, aber wenn man per OS Cannabis nimmt, also therapeutische Dosis maximale ist also 50 Milligramm, sogar 2-mal bei onkologischen Patienten habe ich solche Dosierungen gesehen. Und bei Inhalativa, also wenn man Vaporizer benutzt, also es ist, ja, also rein passt im Prinzip abhängig von Vaporizer 02 und 03. Das kann man natürlich mehrmals wiederholen. Aber wenn man das nicht verbrennt, ja, also mir ist nicht bekannt, dass jemand davon gestorben oder so. Wenn man das verbrennt, also rein theoretisch, man kann diese CO-Intoxikation, das ist Rauchintoxikation bekommen, weil wenn man verbrennt. Verstehe. Ja, dann ist es dann zu viel Joints, also dann ist es Erythrozyten. Ist wie eine Rauchvergiftung praktisch. Wie bei Rauchvergiftung, genau. Also Erythrozyten können nicht mehr genug Sauerstoff transportieren. Mhm. Aber das entsteht durch Verbrennung wieder. Ich bin ja Schmerzpatient und ich gewöhne mich teilweise an Medikamente. Sollte man eigentlich öfter Sorten wechseln? Kann man dazu anraten? Oder? Ja, also irgendwann, wie gesagt, also Sorten wirken nicht mehr, so wie am Anfang. In diesem Moment kann man Dosis anpassen, erhöhen. Aber das ist so ein Zeichen, wo dann eine gewisse Gewöhnlichkeit entsteht und hat schon Sinn, das zu wechseln. Das kann man eigentlich sagen, was es mich kostet, Cannabis-Patient zu werden? Mhm. Nicht wirklich, oder? Weil es liegt ja mal darauf an, wie viel man auch verschrieben bekommt. Gibt es manchmal
von bestimmten Apotheken Rabattaktionen, wo sie dann... Kann man das sagen, was es beim Arzt selber kostet? Ist auch unterschiedlich. Also gibt's, also ich arbeite nach GOR, also dieser Buch reguliert quasi, wie viel Arzt verdient. Also im ersten Termin mache ich individuelle Vereinbarung mit Patienten. Und genau, danach läuft alles nach GOR. Das bedeutet, wenn Patient ein neues Rezept bestellt, er schickt mir dann ein Rückmeldungsformular. Das bearbeite ich weiter, deswegen wird so ca. 10 Euro Beratung abgerechnet. Und bei dem Rezept selbst ist auch so ca. so 4 Euro, so roundabout so 14 Euro kostet für Patient ein neues Rezept plus Medikament, abhängig davon, wie viel und welche Sorte. Das ist aber noch relativ günstig. Ja, und einmal pro halbes Jahr mache ich Verlaufskontrolle, das dauert 20, 30 Minuten. Das kostet für Patienten auch so ca. 100, 120 Euro. Das wird auch nach GOR abgerechnet. Okay. Fair, halte ich fair. Was muss ich eigentlich beachten als Patient oder was darf ich tun, ist nicht tun, damit ich auch Patient bleibe? Genau, also kein schwarzer Cannabis konsumieren, gell, auf keinen Fall, weil wenn zuerst weiß man nicht, was man konsumiert, gell, das ist sehr gefährlich für unsere Gesundheit. Also hier im Umkreis wird am meisten Spice beigemischt, um das einfach diese psychische Stärke zu machen. Richtung Frankfurt, da wird auch mit Heroin gearbeitet. Dann entsteht so Kundenbindung. Dann geht Kunde woanders, kriegt Entzugssyndrom, versteht aber nicht, was mit dem los. Geht dann zurück zur ersten Dealer. Genau, auf keinen Fall Beikonsum. Man macht das, also Therapie, das ist legale Therapie. Dann einfach ehrlich mit dem Arzt besprechen, wenn Dosis nicht passt, wenn Sorte nicht passt. Gell? Also Patient bekommt von mir so ein Schreiben, was muss er beachten bei Cannabis-Therapie. Super. Weil ich kann auch selbst irgendwas vergessen und ich habe das schwarz auf weiß vorbereitet. Schön. Das ist für Patient auch gewisse Sicherheit und auch für mich. Dann habe ich dann quasi, Patient unterschreibt das und schickt mir dann zurück. Das ist nochmal Beweis, dass wir darüber gesprochen haben, auch wegen Fahrerei, dass er seine Medikamente richtig lagert, weil das ist BTM-Mittel, er ist verpflichtet, unter Schloss das zu bewahren, auch wenn jemand alleine wohnt. Gell, er muss dann trotzdem absperren. Okay. Also nicht nur bei Kindern im Haushalt. Genau, weil das ist dann Betäubungsmittel und gibt so Betäubungsmittelgesetz in Deutschland. Und wenn ich hatte bis jetzt nur einen Patienten, der vorbestraft war, er wohnte alleine und tatsächlich Polizisten waren bei ihm zu Hause, zu kontrollieren, ob er das alles richtig lagert. Nein. Hat er alles richtig gemacht, gab es keine Probleme. Okay. Gibt es eigentlich so Krankheiten oder Symptome, wo man als Arzt sagen würde, na, da kann ich kein Cannabis verschreiben? Also wahrscheinlich eher nicht, weil es gibt so zum Beispiel psychische Erkrankungen. Bei psychischen Geschichten, also ich nehme immer einen Psychiater oder Psychologe im Boot mit, weil ich bin, wie gesagt, Facharzt für Physiologie und gibt es gewisse so Psychosen, auch aktive Psychosen, wo im aktuellen Leitlinien es auch kontraindiziert, weil rein theoretisch, also diese Psychose kann noch stärker sein, sodass ja irgendwelche Bilder oder Verfolgungsjagd oder was weiß ich, Ängste. Ja. Und andersrum gibt es Patienten, die schon längere Zeit in psychiatrischer Behandlung durch verschiedenste Psychopharmaka, aber bekommen keine Linderung davon. Und sie wollen auf jeden Fall dann ausprobieren und haben im Prinzip alle Voraussetzungen erfüllt dafür. Ich starte mit denen Therapie, mit Ritatform quasi nehme ich dann Cannabinoide. Und wie gesagt, sie besorgen dann für mich oder mindestens schriftlich mir bestätigen, dass sie dann therapierende Psychiater oder Psychologe informiert haben. Okay. Manche schicken mir so einen Satz, dass sie nichts dagegen haben, dass wir dann hier mit Cannabis-Therapie dann ausprobieren. Okay, das ist also auch da noch eine Sicherheit praktisch. Genau, für alle Beteiligten. Und jetzt ist ja so, viele können sich sozial schwache Menschen das vielleicht nicht leisten, obwohl ihnen Cannabis gut tun würde. Wie sieht es aus mit Kostenübernahme? Können Sie das machen oder können das nur bestimmte Ärzte machen? Ja, also dürfen KV-Ärzte machen. Also gibt es KV-Ärzte, da sind dann Ärzte, die Vertrag mit Versicherungen haben. Und diese Ärzte verpflichten sich, Hilfesuchende zu helfen. Und im Gegenzug, also Versicherungen erlauben diese Ärzte, Leistungen über Kassen abzurechnen. Mhm. Und primär diese Ärzte für diese Anträge zuständig, weil... Dann quasi Arzt schreibt so extra Antrag, dass Kasse ein Medikament extra finanziert,
um eine Erkrankung zu heilen oder zu lindern. Ich bin freier Arzt, ich bin Privatarzt, aber ich bin freier Arzt. Das bedeutet, ich bin nicht abhängig von irgendwelchen Versicherungen, weil das ist ja doppelschneidiger Schwert. Gell? Wenn man solche Verträge macht mit Versicherungen, dann Versicherung sagt dir, wie viel Zeit für Patient und welche Medikamente darfst du verschreiben. Mhm. Wenn du das nicht so machst, dann hat Kasse 4 Jahre Zeit, nochmal nachzurechnen und sagen, hey, also hier konntest du günstige Medikamente verschreiben. Warum hast du diese Medikamente verschrieben? Jetzt musst du aus eigener Tasche das zahlen. Deswegen, KV-Ärzte sind auch sehr vorsichtig mit solchen Anträgen. Deswegen gibt es so wenige, oder? Richtig, genau. Weil im Endeffekt Arzt wird dann privat haften, wenn irgendwelche falsche Entscheidungen trifft. Freie Ärzte haben dieses Risiko nicht. Ja, gibt es noch irgendwelche abschließenden wichtigen Dinge, die man Patienten noch mitgeben sollte oder auf den Weg geben sollte? Ja, also zuerst mit Alkohol, gell? Also Alkohol oder irgendwelche andere Substanzen. Wenn man Cannabis-Therapie macht, also es ist wichtig, dass es keine irgendwelche zusätzlichen Substanzen da im Blut zirkulieren. Okay. Alkohol, genau mit Alkohol auch so. Wenn jemand Alkohol getrunken und seine Medikamente genommen und dann doch in Verkehrskontrolle kommt, dann es ist Mischkonsum, gell? Dann kommt man aus der Nummer nicht so schnell raus. Ja. Das einfach bedenken oder dann nicht fahren, wenn man dann getrunken hat, weil dann auch schwierig dann abzuschätzen, also wo ist dieser jetzt aktive Wert aktuell, es auch, kann sich auch verändern. Dass, wie gesagt, also man im originale Verpackung alles mitschleppt, auch wenn das 3 Dosen hat 10 Gramm, gell? Dass es dann im originale Verpackung einfach dabei ist. Dass wenn man dann außer Deutschland rausfährt für ein paar Tage, schon daran denkt, dass man Schengen-Papier dann vorbereitet. Genau, nicht, dass das im Ausland irgendwie angehalten wird. Weil in Frankreich zum Beispiel ist auch ganz streng da mit Cannabinoiden. Aber Schengen-Schein funktioniert auch, ja, zum Beispiel. Genau. Und auf keinen Fall anderen was abgeben, glaube ich. Ne? Ja, darf man nicht. Darf man nicht mit anderen teilen, eigener Medikament. Genau, und Vaporizer benutzt. Das ist die einzige legale Möglichkeit. Und, also Joint rauchen ist nicht legal? Joint ist illegal. Also Joint wurde von manchen KV-Ärzten definiert. Wort Joint. Joint ist Mischung Cannabis und Tabak. Es gibt ja pur, ich rauche pur. Genau, mit pur gibt es Ausnahme. Also aber diese Joint, diese Mischung Tabak und Cannabis, das ist Mischkonsum und das ist illegal. Also diese Ärzte, diese KV-Ärzte, sie haben das erklärt, dass das Leute, die irgendwelche Tabletten klein machen, durch die Nase ziehen. Leute, die irgendwelche Opiumpflaster suchen, das auskochen, trinken oder spritzen. Und die Joint rauchen. Die alle machen einen Missbrauch von Medikament. Bei Bundesopiumstelle, da steht, also einzige medizinisch vertretbare Möglichkeit, Cannabisblüten zu konsumieren durch Vaporizer, steht aber. Also wenn du zum Beispiel unterwegs irgendwo im Wald oder in Bergen und dein Vaporizer ist leer und dein Powerbank ist leer, du hast keine Möglichkeit, sein Gerät zu laden, hast aber eigene Medikamente dabei, dann im Fall des Notfalls, dann kannst du im puren Zustand das verbrennen. Aber das ist die einzige, sage ich mal, Ausnahme. Aber wenn ein bisschen Tabak reinkommt, das macht die Sache automatisch illegal. Herr Dr. Akif Hidayatov hat noch Plätze frei im Raum Koblenz. Wenn ihr also einen Top-Arzt sucht, dann bitte anrufen und euch einen Termin lassen. Vielen, vielen Dank für die Zeit und für die ehrlichen Antworten. Hat man nicht überall. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, super. Mario reist nun mit seinem Cannabis-Rezept zu einer Apotheke seines Vertrauens. Hallo. Grüß Sie. Kann ich hier mein Rezept abgeben? Ich hatte das bestellt. Ja. Ja, können wir gerne für Sie anfertigen. Wird es morgen dauern. Okay. Ist das okay für Sie? Super. Okay. Dankeschön. Wir beleuchten nun den Prozess, wenn das Cannabis-Rezept per Post bei der Apotheke eingereicht wird. Nun sind wir bei der damaligen Apotheke Grüne Blüte, welche jetzt Pharma-Blüte heißt. Grüne Blüte Nagel, hallo? Ja, genau. Also Ihr Rezept ist heute bei uns eingetroffen und wir bearbeiten Ihre Bestellung jetzt schnellstmöglich und die wird wahrscheinlich innerhalb der nächsten 24 Stunden bei uns das Haus verlassen. Super. Alles klar. Danke. Ciao, ciao.
neben mir Herr Dr. Roman Nagel. Danke, dass Sie mich hier eingeladen haben und Zeit für mich haben. Es ist uns ein Vergnügen. Und ich bin übrigens das erste Mal in der Apotheke. Und okay. Mich würde interessieren, wie lange macht ihr das schon? Wir machen das ca. 2 Jahre. Okay. Im Bereich Cannabis etwa 2 Jahre, genau. Und was unterscheidet eine Cannabis-Apotheke mit einer normalen, oder gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen einer normalen Apotheke und... Also unseres Erachtens ist es wichtig, dass man sich im Cannabis-Bereich spezialisiert. Mhm. Von den Strukturen her ist es sehr ähnlich in der Apotheke, aber die Spezialisierung ist unabdingbar, weil wir ja ca. 120 Produkte im Angebot haben und dementsprechend halt auch das Know-how vorhalten müssen. Natürlich. Was mich persönlich interessiert und wahrscheinlich auch unsere Zuschauer, wie viele Patienten betreut ihr hier? Na, wir betreuen so ca. 500 Patienten, okay. Würde ich denken. Mhm. Klingt schon nach Arbeit. Das ist auch Arbeit, ja. Mhm. Wann würden Sie sagen, ist die Höchstgrenze erreicht? Also wann müsste man sagen, wir können jetzt keine Patienten mehr aufnehmen? Gibt es das? Nee, also zum jetzigen Zeitpunkt gibt es die Höchstgrenze nicht. Okay. Das könnte sein, dass man räumlich sich verändern muss. Von der Lagerhaltung her, von der Administration her. Personell aufstocken. Personell aufstecken, stocken auch von der Rezeptur her. Mhm. Aber ansonsten gibt es keine großen Restriktionen diesbezüglich. Okay, schön. Jetzt gehen ja jeden Tag Rezepte ein. Habt ihr dann eine Zahl für die Leute, wie viele Rezepte ihr eigentlich so im Monat bearbeitet? Also wir bearbeiten im Moment, stark wachsend, etwa 300 Rezepte pro Monat. Wow. Obwohl das ja komisch ist bei 500 Patienten, oder? Naja gut, wir haben halt auch eine hohe Fluktuation. Mhm. Wir vertreiben es übers Internet. Mhm. Und insofern ist also auch der ein oder andere Patient da, der es einfach mal ausprobieren möchte. Richtig. Also grundsätzlich eine recht hohe Fluktuation. Es gibt ja eine freie Apothekenwahl. Ne? Es gibt eine freie, Gott sei Dank gibt es eine freie Apothekenwahl. Ja, das ist auch absolut richtig. Ja. Und so probiert man halt auch dementsprechend aus. Und vor allen Dingen hat ja auch, glaube ich, nicht immer jede Apotheke jede Sorte verfügbar. Ne? Auch da muss man ja dann teilweise... Naja, also sagen wir mal so, dieses breite Spektrum an Sorten haben eigentlich in Deutschland momentan eigentlich nur Internetapotheken. Okay. Also Apotheken, die übers Internet vertreiben. Mhm. Vor-Ort-Apotheken haben sich einfach nicht darauf spezialisiert und haben auch gar nicht diese Produktbreite an Bord. Ist ja auch wahrscheinlich von der Lagerung und von der, Sie müssen das ja auch vorfinanzieren, ja? Ja klar, also die ganze Ware, das ist aber im Apothekenbereich immer so, ist vorzufinanzieren. In dem speziellen Fall ist es halt so, es handelt sich um ein Naturprodukt. Dieses Naturprodukt hat natürlich auch nur eine limitierte Haltbarkeit. Und insofern unterscheidet sich das schon ein bisschen von Fertigarzneimittel, was mindestens, wenn man eine orale Form hat, 5 Jahre letztendlich haltbar ist. Okay. Genau. Und wenn es Haltbarkeit bei Blüten sind, ist ein halbes Jahr. Okay. Also Leute, aufpassen, wenn eure Blüten älter als 6 Monate sind, vernichten. Was passiert eigentlich, jetzt rufe ich bei der Apotheke an, die Blüte ist gar nicht vorrätig, was passiert? Oder ist es auch für euch schwierig, administrativ dann? Ja, es ist ein äußerst schwieriges Thema, weil viele Blüten halt nur für eine kurze Zeit im Markt verfügbar sind. Und wir sind gehalten als Apotheke nur genau das im Grunde genommen dem Patienten abzugeben, was verordnet wird. Das heißt, wenn dieses verordnete Produkt halt nicht mehr am Markt existent ist, müssen wir das mit der Arztpraxis abklären, muss im Grunde genommen ein neues Rezept ausgestellt werden. Okay. Was natürlich zulasten des Komforts beim Patienten geht. Wollte ich gerade sagen, da gehen ja die Tage ins Land. Ne? Da gehen die Tage ins Land. Und ich sage mal, gerade bei therapeutisch relevanten Themen ist es manchmal natürlich auch zeitsensitiv, dass die Patienten halt sauber versorgt sind. Das Gute ist, dass ihr euch wenigstens darum kümmert und sich nicht auch noch der Patient darum selber kümmern muss, obwohl ihr das ja eigentlich von keinem bezahlt bekommt, richtig? Gut, das ist für uns Tagesgeschäft. Also ein Betäubungsmittelrezept wird standardmäßig immer mit dem Arzt nochmal abgestimmt. Okay.
Was passiert, wenn eine Bestellung bei euch das Haus verlässt und die den Empfänger nicht erreicht? Oder ist sowas überhaupt schon mal vorgekommen? Das Nicht-Erreichen ist auch schon vorgekommen, ja. Normalerweise gibt es bei Logistikern eine sogenannte Nachverfolgung. Das heißt, sowohl der Patient als auch wir können sehen, wo das Päckchen am Weg zum Patienten ist. Der Patient muss sich identifizieren bei der Aufnahme des Päckchens. Mhm. Wenn das dementsprechend nicht passiert, muss ein Nachfolgeauftrag gestellt werden. Grundsätzlich sind die Päckchen sehr selten bis jetzt abhanden gekommen. Im Normalfall geht das Päckchen dann wieder zurück an uns und wird dann nochmal verschickt. Wichtig ist also, die Pakete von Apotheken werden immer mit einem Ident-Check verschickt. Ihr solltet das also nicht auf den Nachbarn ausstellen oder auf irgendeinen anderen, dann gibt es Probleme. Es gibt Probleme, es gibt sogar innerhalb Europas Probleme. Wir hatten jetzt gerade aktuell gestern den Fall, dass ein italienischer Staatsbürger ein Päckchen in Empfang nehmen wollte und der Logistiker nicht diesen italienischen Pass akzeptiert hat, sodass auch in diesem Fall das Päckchen wieder zurückgeschickt wurde und wir dann dementsprechend an eine andere Person aussenden müssen. Es entstehen ja auch Portokosten und der Ident-Check ist ja jetzt auch teurer als ein normales Paket zu versenden. Wer übernimmt diese Kosten, auch wenn Pakete zurückkommen? Also die Kosten werden standardmäßig eigentlich von den online versendenden Apotheken übernommen. Okay. Das ist im Markt gang und gäbe. Das ist kein, sagen wir mal, kein kleiner Betrag, aber das wird standardmäßig von den Apotheken übernommen. Okay. Dann habe ich mal ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt noch habt, gab es mal Blüten auf Rechnung. Also für Leute, die vielleicht kein Bargeld haben, konnte man das mal auf Rechnung bestellen. Gibt es das noch oder welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Also wir haben mit Blüten auf Rechnung grundsätzlich eher schlechte Erfahrungen, leider Gottes, weil die Zahlungsmoral halt einfach nicht dem entsprach, was wir erwartet haben. Und insofern haben wir das wieder so umgestellt, wie es marktkonform ist, dass der Patient per Vorkasse bezahlt und dann seine Ware bekommt. Ja, verstehe ich auch. Wenn jetzt 500 Patienten auf Rechnung wollen, wer will das tragen? Und da müssen wieder Rechtsanwälte oder Inkassounternehmen eingeschaltet werden. Genau. Wieder extra Kosten. Genau. Also, genau. Ups. Was gibt es noch Wichtiges oder was sollte man als Apotheker dem Patienten eigentlich noch mit auf den Weg geben? Ja gut, dem Patienten muss man grundsätzlich mit auf den Weg geben, wie das Präparat angewendet wird oder das Produkt angewendet wird. Das heißt, besteht normalerweise in der Arztpraxis die Pflicht, sowohl die Einzeldosis als auch die Tagesdosis dementsprechend auf dem Rezept zu vermerken, dass wir das halt auf das Etikett des Präparats halt drucken können. Mhm. Thema Arzneimittelsicherheit. Ansonsten ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass das Produkt an sich in der medizinischen Anwendung breitere Anwendung findet und mehr Toleranz grundsätzlich in der Gesellschaft findet. Es kommen ja wahrscheinlich auch öfter Patienten, wenn ich sie jetzt mal so nennen darf, in die Apotheke, die sie fragen, welche Blüten können Sie mir empfehlen oder gibt's, oder müssen Sie teilweise, also dürfen Sie das überhaupt, Empfehlungen geben? Wir dürfen grundsätzlich eine Guidance geben. Mhm. Das ist eigentlich ein normales Apothekengeschäft, nicht nur im Cannabisbereich, sondern was die medizinische Anwendung von Präparaten anbetrifft, können wir als Apotheke eine Guidance geben. Letztendlich die Verordnung muss der Arzt tätigen. Okay. Und kann auch jeder Arzt außer Tierarzt und Zahnarzt auf einem sogenannten Betäubungsmittelrezept im Cannabisbereich tun. Okay. Und was ist ganz wichtig, worauf jeder Patient achten sollte, damit nichts schief geht? Kann man da noch einen Tipp geben? Vorher sich vielleicht in der Apotheke erkundigen, was die Lieferfähigkeit anbetrifft. Das haben wir eben schon mal erwähnt, damit dieses Ping-Pong-Spiel zwischen Arzt und Apotheker vielleicht minimiert werden kann, um halt in einer planbaren Zeit sein Präparat auch wirklich dann vorliegen zu haben. Ansonsten einfach den Kontakt halten mit der Apotheke. Okay. Und den kann man mit euch ja ganz gut halten. Also ich bin sehr zufrieden mit euch. Da wollte ich mich nochmal für bedanken. Für den Service. Danke. Und ich mache mich jetzt schon wieder auf den Weg und lasse euch weiterarbeiten. Vielen herzlichen Dank. Ciao. Gute Reise.
Mario und das Drehteam hoffen, euch hat dieser Film gefallen und es konnten viele eurer Fragen beantwortet werden. Wir würden uns sehr freuen, eure Kommentare oder eure Erfahrungen zu lesen. Teilt diesen Film doch mit euren Freunden und Bekannten. Wir bedanken uns recht herzlich bei den Mitwirkenden Dr. Kurt Blas, Allgemeinmediziner aus Wien, Dr. Roman Nagel von der Pharmablüte aus Mainz, Dr. Akif Hidayatov, Facharzt für Anästhesiologie, spezielle Schmerztherapie, Notfallmedizin, verkehrsmedizinische Begutachtung aus Koblenz und ganz besonderen Dank an Awei Medical für die Unterstützung, ohne diese der Film nicht möglich gewesen wäre.